Hallo und herzlich willkommen zu der allerersten Folge unserer Videoreihe Kanada mit C, einer Produktion der Konrad-Adenauer-Stiftung Kanada. Mein Name ist Annika Wekinnes, ich bin die Projektmanagerin der CAS hier in der kanadischen Hauptstadt und möchte Ihnen meine Wahlheimat ein Stückchen näher bringen. Bei mir ist Dr. Norbert Eschborn, Leiter der CAS Kanada und Initiator der Videoreihe Kanada mit C. Ein herzliches Willkommen auch von mir. Norbert, wie kamen Sie auf den Namen für unsere Reihe Kanada mit C und was verbirgt sich dahinter? Zunächst mal ist es die Aufgabe des Auslandsbüros Kanada der Adenauer-Stiftung, Wissen über Kanada nach Deutschland zu transferieren und umgekehrt. Nun ist das Kanada-Bild der Deutschen geprägt von vielen positiven Vorurteilen. Es besteht im Wesentlichen aus Bergen, Bären, Seen und dem unvermeidlichen Ahornsirup. Das nenne ich Kanada mit K, also das etwas oberflächliche Bild. Kanada mit C, also der Landesname mit C geschrieben, steht für uns für das differenziertere, realistischere Kanada-Bild und das möchten wir gerne in dieser Reihe transportieren nach Deutschland. Und warum ist Kanada für Deutschland und die Europäische Union von so großer Bedeutung? Zunächst mal ist Kanada das europäischste Land außerhalb Europas, so sehen es viele. Kanada und Deutschland haben eine ganze Menge gemeinsam. Sie sind in vielen internationalen Organisationen gemeinsam Mitglied, denken wir an die NATO, die G7, die G20, die Welthandelsorganisation, um nur einige zu nennen. Es gibt zwischen Europa und Kanada seit 2017 ein bedeutendes Freihandelsabkommen. In verschiedenen internationalen Organisationen, wie zum Beispiel der Organisation Amerikanischer Staaten oder dem Arktischen Rat, sind beide Länder als Beobachter vertreten. Und natürlich, sie stehen für Multilateralismus in der internationalen Politik, ein regelbasiertes internationales System und gemeinsame Werte bei Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit, Umwelt- und Klimaschutz, um nur einiges zu nennen. Und diese gewachsene Verbindung mit gleichen Werten symbolisiert auch die steigende Bedeutung beider Länder in der internationalen Politik. Und das möchten wir gerne in dieser Reihe auch verdeutlichen. Und wissen Sie eigentlich, wie Kanada zu seinem Namen kommt? Ich glaube, das war 1535, als der französische Entdecker Jacques Cartier das Land erkundete und irgendwie vom Weg abkam. Er traf zwei Einheimische und wollte wissen, wie er zum nächsten Dorf kommen würde. Dorf in der einheimischen Sprache hieß Kanata, das sagten sie ihm. Er hat das offensichtlich missverstanden und das ganze Land als Kanada bezeichnet. Und so ist der Name entstanden und noch heute heißt ein Vorort der Hauptstadt Ottawa Kanata. So soll es wohl gewesen sein. Was viele jedoch nicht wissen, ist, dass Kanada in seiner riesigen Fläche von ca. 10 Millionen Quadratkilometern und seinen knapp 40 Millionen Einwohnern flächenmäßig das zweitgrößte Land der Erde ist. Kanada hat 10 Provinzen und 3 Territorien. Nur Russland ist größer. Wie groß Kanada wirklich ist, zeigt diese Grafik. Deutschland würde flächenmäßig etwa 30 Mal in Kanada hineinpassen. 30 Mal, Donnerwetter. Und zwischen Halifax im Osten des Landes und Vancouver im Westen liegen fast 4500 Kilometer. Das heißt, diese beiden kanadischen Städte sind so weit auseinander wie Berlin und Dubai. Außerdem gibt es insgesamt 6 Zeitzonen in Kanada. Und wussten Sie auch, dass viele Kanadier deutsche Wurzeln haben? Das dachte ich mir schon. Deutsche Einflüsse sind in Kanada ganz besonders an deutsch klingenden Ortsbezeichnungen zu erkennen, wie zum Beispiel Coburg oder Berlin. Aber auch in Architektur, in Wirtschaft, Politik und Kunst. Eine kanadische Volkszählung aus dem Jahr 2016 ergab, dass seinerzeit in Kanada rund 3,3 Millionen Menschen mit deutschen Vorfahren lebten. Das entspricht fast 10% der Bevölkerung. Und weit mehr, als ich gedacht hätte. Kanada ist auch berüchtigt für seine kuriosen Gesetze. Sie mit ihren umfangreichen Erfahrungen mit der kanadischen Bürokratie können davon sicher ein Lied singen. Das kann man wohl sagen. Wer denkt, Deutschland sei das Land der ausufernden Bürokratie, hat noch nicht das Vergnügen gehabt, die kanadische kennenzulernen. Aber witzige Gesetze und Stadtverordnungen gibt es in Kanada zu Genüge. Zum Beispiel ist es Taxifahrern in Halifax, Nova Scotia, nicht gestattet, ein T-Shirt oder kurze Hosen zu tragen. Es ist auf der Bank Street, einer der bekanntesten Straßen hier in Ottawa,
strengstens untersagt, am Sonntag ein Eis zu essen. Und in Toronto darf jemand, der Knoblauch gegessen hat, am Sonntag keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Kurioserweise ist es auch in ganz Kanada untersagt, ein Pflaster in der Öffentlichkeit zu entfernen. Lustig ist ebenso, dass es Fluggästen offiziell untersagt ist, das Flugzeug während eines Fluges ohne einen Fallschirm zu verlassen. Wer dies missachtet und überlebt, dem erwartet am Boden eine saftige Geldbuße. Und sollte die Königin von England, das offizielle Staatsoberhaupt Kanadas, zu Besuch kommen, ist es den Kanadiern nicht erlaubt, sie zu erschrecken. Sollte man dies doch tun, muss man damit rechnen, verhaftet zu werden. Worauf muss sich denn der Neuankömmling in Kanada noch einstellen? Vor allem auf das Wetter. Da sie erst vor kurzem nach Ottawa gezogen sind, sind ihnen vielleicht auch die folgenden drei verblüffenden Tatsachen über die kanadische Hauptstadt noch nicht bekannt. Erstens, die tiefste Temperatur, die jemals in Ottawa gemessen wurde, liegt bei minus 38,9 Grad und die höchste bei 37,8 Grad. Es ist mit die kälteste Hauptstadt der Welt. Und zweitens, im Winter verwandelt sich der durch die Hauptstadt verlaufende Rideau-Kanal zur längsten Eisbahn der Welt. Und Anwohner sowie Touristen können auf dem Kanal kostenlos Schlittschuh laufen. Und drittens, das werden Sie mir nie glauben, die kanadische Fahne auf dem Friedensturm des kanadischen Parlaments wird täglich durch eine neue Fahne ersetzt. Kanadier können sich um den Besitz der alten Fahne bewerben. Die offizielle Wartezeit liegt jedoch bei 100 Jahren. Das wäre mir zu lang. Fallen Ihnen ein paar berühmte Kanadier oder bekannte Persönlichkeiten ein, die in Kanada geboren wurden? William Shatner, geboren in Montreal, Quebec. Ja, der berühmte Captain Kirk vom Raumschiff Enterprise. Wer kennt ihn nicht? Und Donald Sutherland, geboren in St. John, New Brunswick. Richtig. Der spielte erst vor kurzem die Rolle des Bösewichts President Snow in Die Tribute von Panem. Ist auch der Vater von Kiefer Sutherland. Michael J. Fox, geboren in Edmonton, Alberta. Da kommt mir natürlich gleich die Science-Fiction-Film-Trilogie Zurück in die Zukunft in den Sinn, in der er die Hauptrolle des Marty McFly spielte. Ein wirklich guter Film. Jim Carrey, geboren in Newmarket, Ontario. Für seine schauspielerische Leistung in Die Truman Show und dem Mondmann gewann er sogar jeweils einen Golden Globe Award. Und was viele Deutsche nicht wissen, Anke Engelke, geboren in Montreal, Quebec, die erst mit 6 Jahren nach Deutschland kam. Das wird sicher viele überraschen, die sie doch so gut aus der Sat.1-Wochenshow oder aus der Sketchshow Ladykracher kennen. Pamela Anderson, geboren in Ladysmith, British Columbia, die in der bekannten Fernsehserie Baywatch als Rettungsschwimmerin mitgespielt hat. Nicht fehlen darf natürlich in dieser Liste Céline Dion, geboren in Charlemagne, Quebec, die mit ihrem Titelsong My Heart Will Go On im Film Titanic die Herzen vieler zum Schmelzen brachte. Ich kann Ihnen auch noch drei weitere kanadische Sänger und Schauspieler nennen, die es zu internationalem Ruhm geschafft haben. Ryan Reynolds, Drake und fehlen darf natürlich auch nicht Justin Bieber. Wie sieht es denn mit kanadischen Erfindungen aus? Welche Dinge made in Kanada gibt es denn, die jeder kennt? Die Kanadier sind ein äußerst kreatives Volk. Wussten Sie, dass Kerosin in Kanada erfunden wurde? Nein. Der kanadische Arzt und Geologe Abraham Gessner experimentierte mit Kohle und Erdöl. Dabei entstand zufällig das Nebenprodukt Kerosin. Außerdem hat die mit Ananas und Schinken belegte Pizza Hawaii ihren Ursprung nicht etwa im Zentralpazifik, sondern ganz im Süden Ontarios. Und was die Welt nachhaltig verändert hat, ist natürlich die Erfindung von Insulin. Sie erfolgte 1921 durch den Physiologen Frederick G. Banting und seinen Mitarbeiter John McLeod von der University of Toronto. Beide erhielten dafür 1923 den Medizin-Nobelpreis und Banting war der erste Kanadier überhaupt, dem diese hohe Auszeichnung zuerkannt wurde und ist bis heute mit 32 Jahren der jüngste Medizin-Nobelpreisträger. Und um diese Liste weiter zu vervollständigen, möchte ich noch die Erfindung der Erdnussbutter erwähnen. Des Sports Basketball, der Computersprache Java, des elektrischen Rollstuhls, der drahtlosen Radioübertragung, des elektrischen Ofens,
des Schneemobils und des Herzschrittmachers. In der Tat ein Land mit beeindruckenden Persönlichkeiten und großen Errungenschaften. Wir sind jetzt schon am Ende der ersten Folge. Vielen Dank, Annika, dass Sie uns Ihre Wahlheimat heute so anschaulich vorgestellt haben. Gern geschehen. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Kanada ist wirklich ein faszinierendes Land und verdient deutlich mehr Aufmerksamkeit in Deutschland. Deshalb erscheinen in diesem Jahr noch weitere 8 Folgen von Kanada mit C. Falls Sie schon jetzt mehr über Kanada erfahren möchten, finden Sie lesenswerte Beiträge auf unserer Homepage. Herzlichen Dank und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Auch von mir auf Wiedersehen.